Neben dem Gearfit 2 präsentiert Samsung hier in dem Pop-Up-Store in Berlin im Prenzlauer Berg auch noch ein weiteres Produkt, das erstmalig mehr oder weniger hier in Deutschland gezeigt wird. Und zwar befindet sich das hier in dieser kleinen Schatulle drin. Das sind die Gear Icon X Kopfhörer. Kopfhörer sagt ja, stinken langweilig, sind es aber nicht, denn auch bei uns habt ihr schon einen Test gesehen von den Bragi Kopfhörern. Das ist ein ähnliches Prinzip. Das bedeutet, ihr habt zwei Ohrstöcker, die eben halt, sag ich mal, nicht kabelgebunden miteinander verbunden sind, sondern man steckt sie sich einfach ins Ohr hinein. Jetzt muss ich mal kurz gucken, das war die linke Version. Ich nehme mal erst das rechte. Man schiebt sie sich einfach so rein und schon sollte das dann jeweils mit dem Smartphone gekoppelt sein. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wozu kann ich das benutzen? Man kann das natürlich für Sport benutzen. Und wenn man die Musik dann eben halt einfach noch ein bisschen in der Lautstärke kontrollieren will, dann wischt man einfach nach oben an den linken Teil und dann bedient man so gesehen die Lautstärke und definiert die Lautstärke über dieses kleine Handbewegung. Man wird es eben halt, man kriegt einen Bestätigungston drinnen im Ohr reingepackt und das Ganze wird per Bluetooth gekoppelt. Nicht nur mit dem Smartphone, sondern es geht auch, dass ihr dann das eben halt mit dem Gearfit 2 koppelt und dann seid ihr eben halt sehr gut unterwegs. Ich mache mal kurz den Schütteltest, den Rütteltest. Und ihr seht, die Dinger sitzen eigentlich ganz gut. Akkuseitig waren da, glaube ich, so, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ich glaube 200 mAh. Aber wenn ihr unterwegs mal der Saft ausgehen sollt, in dieser Schatulle ist auch noch ein tragbarer Akku halt mit drin. Das ist nicht nur die Ladestation, damit ihr das kabelmäßig dann an neuen PC oder diverse andere Geräte dann immer anschließt, um das zu laden, sondern wenn ihr es reinlegt, dann einfach wieder zurücklegen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig reingemacht. So. Und da seht ihr es auch schon, jetzt blinkt es rot und grün. Das bedeutet, das ist einfach vollgeladen und dann könnt ihr die wieder rausnehmen, sobald die grünen Lämpchen leuchten und wieder eure Musik genießen. Preislich gesehen findet ihr das bei uns im Artikel drin und wann es erscheint, sehr, sehr bald, nachdem unser Artikel veröffentlicht wird, soll es auf den Markt kommen. Das sind noch die ersten Vorserien, Geräte und alle weiteren Informationen dazu findet ihr natürlich bei uns auf androidpit.de.